Ja, wer hat denn nun geblutet? Hier bei Phoenix Wild Dual Destinies. Eine Blutwolke wurde im Aquariumpool gefunden. Aber stammte sie vom Opfer oder doch von jemand anderem? Und ich glaube, wir wissen alle, von wem es kam. Nämlich Aura. Aura? Ich da. Achso, Aura ist ihr wahrer Name und Orla wird sie genannt. Ich war gerade verwirrt. Aura Chipley? What the fuck? Nein, es ist Orla, ganz klar. Nimm das! Beachten Sie das. Vielleicht war die Person, die geblutet hat, nicht das Opfer. Verzeihung, was für ein lächerlicher Schwachsinn ist das denn? Da war niemand anderes im Pool neben dem Opfer. Oh, ich würde nicht sagen, dass da niemand anderes war. Es ist schließlich ein Orca-Pool. Was wollen Sie damit sagen, dass also die Angeklagte verletzt war? Ich bin mir nicht sicher, aber wenn das simple Tragen eines Piratenhutes das Blut verschwinden ließ, dann muss das Blut von irgendwo von Orlas Kopf herkommen. Was? Unten halten! Bitte! Ich will keine Albträume kriegen. Der Kopf des Orcas. Worüber brabbeln Sie da eigentlich? Bitte denken Sie darüber nach, Mr. Plum. Denken Sie zurück, als Sie es gesehen haben. Das ist, Derjenige, der geblutet hat, war nicht das Opfer, aber der Killerwal? Ich erinnere mich. Da kam überhaupt kein Blut vom Opfer. Yay! Geräuschpegel 0%. Bye bye! Wir haben es geschafft. Die analytische Psychologie hat uns zu dem Punkt gebracht, den wir brauchten. Das war eine große Hilfe, Athena. Auch wenn es gerade vorhin nicht so gut aussah. Nun, das ist eine Überraschung. Das Blut, das die Zeugin gesehen hat, war die des Opfers, der Angeklagten, nicht die des Opfers. Das ist korrekt. Und da kein Blut vom Opfer kam, gibt es nur eine Sache, die wir daraus schlussfolgern können. Was Mr. Plum gesehen hat, war nicht der Moment des Mordes, wie sie behauptet hatte. Einspruch. Ich dachte, sie wären nicht bewaffnet, aber anscheinend hatten sie die ganze Zeit ein Schwert versteckt. Jedoch, es ist viel zu stumpf, um damit durch Knochen zu schneiden. Was meinen Sie damit? Ich gebe zu, dass das, was die Zeugin gesehen hat, nicht das Blut des Opfers war. Aber das beweist gar nichts. Schließlich, das Rammen selber verursacht ja nicht jedes Mal eine Blutung, nicht wahr? Der Tod durch innere Blutungen ist ebenfalls eine Möglichkeit. Da hat er einen Punkt. Wenn Sie wünschen, mich zu einem Duell herauszufordern, dann sollten Sie eine schärfere Klinge benutzen, Bright Dono. Ich verlange Beweise, die zeigen, dass die Zeugin nicht den Moment des Mordes gesehen hat. Es muss ja irgendetwas geben. Denkt, Phoenix! Wenn ich korrekt liege, dann war der Zeitpunkt des Todes, bevor De Plum es gesehen hat oder nachdem De Plum es gesehen hat. Ich meine, danach macht ja irgendwie keinen Sinn, oder?
Es muss davor gewesen sein. Wenn das Opfer schon tot war, als Orla mit den Kopfstößen begann, dann würde das bedeuten, dass er schon vorher starb, bevor Mr. Plum es gesehen hat. Der Zwischenfall, den Mr. Plum gesehen hat, war etwa um 10.10 Uhr am Morgen. Ich muss doch irgendetwas haben, das mir erzählt, was vor 10.10 Uhr passierte. Oh. Haben wir Sicherheitsaufnahmen? Naja, wir haben eine Aufnahme um 10.09 Uhr oder etwa nicht. Wortwörtlich gesehen ist das vor 10.10 Uhr, nicht wahr? Nimm das! Wir haben nur... Stimmt! Da fehlt ja noch was an Aufnahme, nicht wahr? Ah, stimmt ja! Es fehlt ja noch Aufnahme. Wir haben nur die Aufnahme von 10.09 Uhr bis 10.10 Uhr gesehen. Was bedeutet, dass es immer noch Aufnahmen gibt, die wir auschecken sollten. Euer Ehren, ich möchte anfragen, dass die gesamte Sicherheitsaufnahme vor Gericht abgespielt wird. Die ganze Aufnahme? Mr. Plum hat die Blutwolke um 10.10 Uhr beobachtet. Aber ich glaube, dass zu diesem Zeitpunkt das Opfer schon tot war. Also Ihre Behauptung liegt dann, dass der Mord schon vor dem Antreffen von Mr. Plum stattfand? Ganz genau. Die Sicherheitskamera begann aufzunehmen ab 10 Uhr, als das Aquarium geöffnet wurde. Und ich glaube, es gibt entscheidende Beweise in den 10 Minuten vorher. Sie sind ein ziemlich heftiger Spieler, Wright Dono. Wollen Sie wirklich alles auf diese 10 Minuten verwetten? Ich habe schon auf schlimmere Chancen drauf gewettet. Aber wenn er es so sagt... Moment mal! Mein Boss ist kein Feigling, Staatsanwalt Blackwell. Humble Pie? Was ist Humble Pie? Ich habe keine Ahnung, was Humble Pie ist. Es ist Kuchen, das finde ich gut, aber was ist Humble? Du eat Humble Pie. Klein beigeben, ach so, du eat Humble Pie ist klein beigeben. Warum sagt man das so? Was hat denn Kuchen damit zu tun? Also schlage ich vor, dass Sie sich bereit machen, klein beizugeben. Oh oh, jetzt kann ich nicht mehr zurücktreten. Nun, wenn die Verteidigung so sicher ist, dass das wichtig ist. Staatsanwalt Blackwell, die Sicherheitsaufnahme. Fulbright. Roger, ich habe den Rest der Sicherheitsaufnahme genau hier. Nun gut, bitte spielen Sie es für das Gericht. Bitte, bitte lass da irgendetwas für mich sein. So sah es aus um 10.10 Uhr, als wo man den Zeugen da sehen kann. Nun gut, ich werde die Aufnahme nun zu Beginn zurückspulen. Okay. Ja, da ist Orla. Sieht so aus, als hätte Mr. Plum zu diesem Zeitpunkt das Aquarium nicht betreten. Okay, mal schauen, ob wir zum Zeitpunkt davor irgendetwas sehen können. Schwimmt rum. Scheiße. Wir sind am Arsch. Ja, und Tuck hat auch nichts Besseres zu tun, als sich zu kratzen. Na toll.
Das war's? Jupp, das ist die gesamte Aufnahme, die wir haben. Nun, Mr. Wright, haben Sie das gesehen, wonach Sie gesucht haben? Wir haben gar nichts. Nun, Wright Dono. Das waren die 10 Minuten, worauf Sie alles gewettet haben. Haben Sie irgendetwas Entscheidendes gefunden? Habe ich irgendetwas Wichtiges gesehen? Ich sollte darüber besser ganz gut nachdenken. In dieser Aufnahme sehen wir... Wenn wir ganz ehrlich sein sollen, da ist nichts. Da haben wir wirklich nichts Wichtiges entdeckt. Und das ist scheiße. Wir können in dieser Aufnahme nichts Wichtiges finden. Wie ich es mir gedacht hatte. Da liegen Sie richtig. Dieser Teil hier ist komplett ohne Bedeutung. Es zeigt überhaupt nichts. Deswegen haben wir es nicht als Beweis vorgelegt. Einspruch! Nein, es ist genau das Gegenteil. Hä? Was meinen Sie damit? In diesen 10 Minuten Aufnahme ist irgendwas Wichtiges passiert, was aber nicht da sein sollte. Etwas Wichtiges, was da sein sollte, aber nicht wahr. Ja, so. Inspektor Fulbright, diese Aufnahme hätte als Beweis vorgelegt werden müssen. Was? Zweifeln Sie etwa an meiner Art und Weise, wie ich Gerechtigkeit ausübe? Mr. Wright, erklären Sie sich bitte. Was ist denn das Wichtige, das in dieser Aufnahme hätte sein sollen, aber nicht dort ist? Tja. Nun, wir sehen nicht, wie die Leiche reingefallen ist, oder? Wir sehen ja überhaupt nichts von der Leiche. Wo ist denn die abgeblieben? Stimmt, und die wurde ja auch nicht reingezogen. Das haben wir auch nicht gesehen. Nimm das! Der wichtige Teil, den wir in dieser Aufnahme hätten sehen müssen, wäre das Opfer selber. Jack Shipley. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen ergeht, aber ich habe nichts von Ihnen in dieser Aufnahme gesehen. Oh! Da hat er recht! Wenn das Opfer nicht gezeigt wird, wie er den Pool betreten hat, bedeutet das, dass er schon hinter diesem Schädelstein war, die ganzen 10 Minuten lang. Aber kein menschliches Wesen kann so lange den Atem halten. 10 Minuten lang? Na, ich glaube, das ist schon ein bisschen heftig. Warte eine Minute! Wollen Sie damit sagen? Als die Sicherheitsaufnahme um 10 Uhr startete, war das Opfer bereits tot. Ruhe im Gericht! Wenn das der Fall ist, wann wurde dann das Opfer umgebracht? Das weiß ich nicht, Euer Ehren. Aber wir wissen, dass es vor 10 Uhr sein muss. Deswegen kann diese Aufnahme nicht mehr als entscheidender Beweis gegen meine Klientin benutzt werden. Aber es gibt niemand anderen, der das Opfer hätte umbringen können. Nicht unbedingt. Die Verteidigung glaubt, dass der wahre Mörder ein Mensch sein könnte. Und wir haben Beweise, um unsere Theorie zu unterstützen.
Na, haben Sie, Ich würde sehr, ich wäre sehr interessiert darin, diesen Beweis zu sehen. Die Trumpfkarte der Verteidigung. Dies ist etwas, das wir während der Untersuchung gestern gefunden haben. Ich werde nicht so weit gehen zu sagen, dass es entscheidend ist, aber jetzt ist die Zeit, es auszuspielen. Nun gut, Mr. Wright. Bitte präsentieren Sie Ihren Beweis. Welchen Beweis haben Sie, der zeigt, dass dieses Verbrechen durch einen Menschen zustande kam? Ja, was ist denn unsere Trumpfkarte? Das zeigen wir im nächsten Part. Bis dann.